Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer freien Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann nur zu. Ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir, e-mailt mir unter domian@wdr.de oder faxt unter 0800 220 5051. Erster Anruf heute Nacht ist Robert. Ja, Robert, 52 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, grüß dich. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Mein Thema hat eigentlich noch mit dem gestrigen zu tun. Wasser hatten wir gestern. Wasser genau. War gestern die Frage. Und da hatte ich schlimme Erlebnisse, und zwar in meiner Kindheit. Mhm. Ich war in einem katholischen Waisenhaus. Ja. Da hatten wir eine, ja, man kann sagen, eine verrückte Nonne, die einfach Spaß hatte, uns in Todesangst zu bringen. Die Kinder. Ja, richtig. Mhm. Und wir, Samstag war immer Badetag. Mhm. Wir haben eigentlich am Freitag schon immer gezittert. Ich habe nichts gegessen, immer gebrochen, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Mhm. Es war eigentlich so, dass sie uns in die Badewanne gedrückt hat. Wie alt wart ihr da ungefähr? Ah, ich war so, das ging zwischen 5. und 10. Lebensjahr. Also ja. Über 5 Jahre habe ich das mitgemacht. Ja. Und die, also praktisch jeden Samstag den Kopf so lang unter Wasser gedrückt, bis wir blau angelaufen. Ach. Also ihr saßt einzeln in der Badewanne, ihr Jungs? Richtig, wir waren in einer Reihe gesessen und jeder ist drangekommen. Und man hat also vom anderen immer schon die Todesschreie gehört, weil... Also war das ein riesengroßer Baderaum, wo ganz viele Badewannen standen? Nein, da war nur eine Badewanne und nur einer... Ach so. Jeweils, einer nach dem anderen kam dran. Verstehe. Und da haben wir uns oft drum geschlagen, weil keiner wollte natürlich der Nächste sein. Ja. Und sie hatte also einen Riesenspaß. Das hat sie also nur bei Kindern gemacht, die wirklich vollweißen waren. Das ist ja furchtbar. Wo die Eltern fragen konnten oder sonst irgendwas. Das waren 4 Kinder, waren wir etwa. Ja. Und wie gesagt, ich sehe da immer noch die dicken Arme, die mir den Kopf, also mit dem Hals hat sie uns niedergedrückt und das Wasser. Mhm. Und es war praktisch an ihr gelegen, ob wir überhaupt wieder hochkommen und ob wir das überhaupt überleben. Und das war also jedes Mal so eine furchtbare Todesangst. Das hat sie jedes Mal gemacht, jede Woche? Jede Woche. Warum hat sie das gemacht? Aus Lust, euch zu quälen? Ja, sie hatte Lust, wenn wir geschrien haben und wenn wir geweint haben, wenn wir Todesängste ausgestanden haben, da ist die so aufgegeilt. Die Frau, die hat da bloß selber noch... Sie hat uns dann nebenher noch geschlagen, teilweise mit der Schere oder sonst irgendwas dann noch verletzt, dass wir oft geblutet haben. Also ein richtiger Kampf war das. Haben denn das die anderen Nonnen nicht mitbekommen? Die haben wohl gehört, dass wir furchtbar geschrien haben, um unser Leben geschrien haben. Ja. Aber es hat dann immer geheißen, nee, da machen wir lieber nichts, mit der wollen wir uns nicht anlegen. Ja. Wussten die denn, wie, kann man wahrscheinlich gar nicht sagen, meinst du, dass die wussten, was da vor sich ging, wie schlimm das war? Nein, das wussten sie wahrscheinlich nicht. Sie konnten nur ahnen, dass was furchtbar Schlimmes passiert. Wie kam das denn eigentlich, dass da immer nur eine Nonne dann war? Und vor allen Dingen immer dieselbe? Das war in verschiedenen Gruppen eingeteilt und wir waren halt in dieser Gruppe. Mhm. Da konnte praktisch jede Nonne mit ihren Kindern machen, was sie wollte. Und wir hatten also keine Chance, da irgendwas da rauszukommen. Wir sind auch nie mit anderen Kindern zusammengekommen, sondern wir waren in der Gruppe und Weihnachten war es also ganz schlimm, wenn die anderen Kinder zu den Eltern durften, waren wir halt dann noch zu dritt. Verstehen. Und da hat sie es also ganz schlimm getrieben. Da hat sie oft dann jeden zweiten Tag uns in die Wanne gedrückt. Und für mich war es halt insofern schlimm, weil ich nie wusste, komme ich da lebend überhaupt wieder raus. Das heißt, deine ganz frühe Kindheit, im Alter von 5 bis 10 Jahren, hast du diese Tortur jede
im Durchschnitt jede Woche einmal erlebt. So ist es, jawohl. Hat die Nonne sonst irgendetwas mit euch auch noch gemacht? Hat die euch sexuell irgendwie belästigt, begrapscht? Ja, die hat einen Haufen gemacht. Also wenn ich das alles berichten würde, da schämt man sich dafür, muss man sagen. Die hat zum Beispiel die Fingernägel so kurz geschnitten, dass jeder Nagel geblutet hat. Bei euch, bei den Kindern? Ja, richtig. Mhm. Oder in die Ohren reingestochen. Wir haben aus den Ohren geblutet, Nägel haben geblutet. Oder das heiße Bügeleisen auf den Rücken gedrückt. Das also, ist ja unglaublich. Ach, um uns Schmerzen zuzufügen. Gab es denn so eine sexuelle Variante auch des Missbrauchs? Ja, sie hat uns oft an den Hoden gezogen. Und sie hatte halt einen Hass auf alles Männliche. Mhm. Mhm. Und das hat sie also total an uns ausgelassen. Dann musst du doch eigentlich nach so einer subjektiv schlimmen Erfahrung einen Hass, was natürlich nicht begründet ist, aber verständlich in deinem Fall, auf Nonnen haben. Oder? Ja, ich hatte jahrelang wirklich nur den einen Wunsch, diese Frau umzubringen. Ja. Aber ich habe dann weder eine Therapie noch sonst irgendwas gemacht. Und für mich war es dann, gab es nur einen Weg, für mich selber mit der Sache fertig zu werden. Aber es ist natürlich heute noch, ich habe also heute noch Albträume oder... Ist das denn, gibt es auch noch eine Nachwirkung, dass du lange Zeit oder vielleicht sogar bis heute irgendwie auch unangenehme Gefühle hast, wenn du ins Badewasser steigst? Ja, also ich bin immer froh, wenn der Stöpsel raus ist. Ich dusche mich lieber, wie wenn ich bade, weil ich da einfach die Chance habe, nochmal vom Wasser rauszukommen. Hast du später irgendwas von der Frau nochmal gehört? Weißt du, wo die verblieben ist, wie lange die gelebt hat? Ja, ich hab sogar mit 18 den Mut gehabt, die Frau anzuzeigen. Ach, das hast du gemacht? Das habe ich gemacht, ja. Respekt. Aber leider Gottes ist dann nicht viel rausgekommen. Man hat uns dann als Lügner hingestellt und die Nonne ist dann abgezogen worden. Mhm. Bei der Polizei und Staatsanwaltschaft sind die Akten verschwunden. Ja, aber und dergleichen immer... Also die Frau ist nie zur Rechenschaft gezogen worden. Also es gab nicht mal eine Gerichtsverhandlung? Nichts. Nein. Aber also gar nichts. Ich weiß. Aber gut, ich sag dir gut, dass du das gemacht hast. Auch wenn nichts dabei rumgekommen ist, aber in Schwierigkeiten ist sie schon gekommen. Ja, sie ist ordentlich in Schwierigkeiten gekommen, weil das ganze Heim ist dann auch aufgelöst worden. Mhm. Und weil der Druck halt dann doch so stark geworden ist. Wie kann denn ein Mensch so hassen, dass er mit kleinen Kindern sowas macht über so lange Jahre? Was muss denn in diesem Wesen los gewesen sein, in dieser Frau? Ja, für mich war sie einfach krank. Und ich weiß, dass ich also drei meiner Freunde... Es ist mir noch zu entschuldigen mit dem Krank. Krank, das hat immer sowas, sie ist krank, kann ja nichts dafür. Ich finde, solche Leute können schon was dafür, was sie da machen. Ja, sicher. Ja, ja, vor allem, wenn man solche Leute auf Kinder loslässt. Ja, natürlich. Ja, ja. Und die anderen haben sich ja letztendlich auch mitschuldig gemacht, weil sie immer die Ohren zugehalten haben. Wenn das über so lange Jahre läuft, hast du natürlich völlig recht, muss das durchgesickert sein bei den anderen Nonnen. Ja. Und man hat die Schnauze gehalten, ne? Und das ist das Schlimme daran. Ja, später war ja auch in der Schule, da musste man den Lehrer erzählen, wir sind die Treppe runtergefallen, wenn wir also schwere Verwundungen hatten. Da hat man alles Mögliche uns eingetrichtert, zu sagen, wir sind, was weiß ich, die Treppen runtergefallen, im Hof gefallen und selbst die Lehrer waren dann also sehr kritisch und haben gesagt, da stimmt irgendwas nicht. Wir waren ja alle sehr verschlossen, wir haben uns ja überhaupt nichts sagen trauen. Aber in der Zeit ist eben nichts unternommen worden, als ihr Kind wart. Nein, keine Chance. Für mich war halt das, ich konnte nachts nicht mehr schlafen, weil ich mal gedacht habe, Mensch, den anderen Kindern geht es jetzt genauso. Ja. Ich muss was machen. Ja. Ich bin damals bedroht worden, weil man verhindern wollte, dass ich irgendwas unternehme. Aber ich habe mal gesagt, lieber lasse ich mich erschlagen. Aber ich habe mein Leid über Jahre erlebt. Ich will nicht, dass es andere Kinder auch erleben. Das ist unser richtiger Standpunkt, finde ich. So, und diese schlimme Geschichte ist dir verständlicherweise eingefallen gestern bei unserem Thema Wasser. Ja, eben, weil Wasser für mich eben eine ganz schlimme Sache ist. Ja. Ich schaue immer an einem See, dass ich möglichst nie nah ran an einen See komme. Oder ich gehe auch auf, selbst wenn 100 Leute auf dem Eis sind, ich gehe nicht aufs Eis, weil einfach die Vorstellung zu ertrinken. Ja, natürlich. Wenn man das ist ja so eingebrannt bei dir, diese Angst, dass du der aus dem Weg gehst, wo du es nur irgendwie kannst. Ja, richtig. Ich kann auch nicht den Kopf unter Wasser tun, um mich, sagen wir mal, den Kopf zu waschen. Ja. Da kriege ich so wahnsinnig Panik, heute immer noch. Ja. Und das sind, oder ich wach nachts auf und träume immer noch davon, wie ich ertrink. Ja. Lieber Robert, schlimme Zeiten. Gott sei Dank, dass sie sehr, sehr weit zurückliegen schon.
Ich wünsche dir alles Gute und danke für deinen Anruf. Ja, ich danke auch. Auf Wiederhören. Ciao. Ciao. 0800 220 50 50. Ich habe es selbst nicht mehr sehen können vorhin zum Schluss. Aber man hat mir gesagt und man hat mir gemeldet, dass Maximilian weitergekommen ist. Das freut mich sehr. Es freut mich sehr, dass ihr, vielleicht einige von euch, ihn auch unterstützt haben. Er hat ja wieder verdammt gut gesungen. Ne? Das habe ich vorhin noch gesehen im Fernsehen. Dani ist hier. Dani, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, genau. Hallo, Dani. Hallo. So, und jetzt, wir beide, über was reden wir? Ja, es geht eigentlich auch noch um das Thema von gestern. Auch Wasser. Genau, wie gerade, genau, auch Wasser. Mhm. Eigentlich eher im weiteren Sinne. Mhm. Denn, ja, Fakt ist, dass ich mich gerne mit dem Wasserstrahl aus dem Duschkopf eben selbst befriedige. Ach. Dass es mittlerweile halt so weit geht, dass es mir eigentlich fast nicht mehr möglich ist, die gleichen Gefühle oder den gleichen Höhepunkt halt zu bekommen mit, mit meinem Freund oder mit anderen männlichen. Das ist natürlich eine bedenkliche Entwicklung, wenn der Duschkopf mittlerweile interessanter ist als der Penis von deinem Freund. Ja. So darf es nicht kommen. Genau. Also, es hat halt irgendwie begonnen, ich glaube, mit 13, 14 habe ich irgendwann mal in der Bravo gelesen, dass es halt überhaupt möglich ist. Mhm. Und das hat sich dann eigentlich noch so, bis ich 15 war, wieder hingezogen, mhm. bis halt wirklich die Sexualität auch interessant wurde. Mhm. Und dann habe ich es halt mal ausprobiert und habe natürlich parallel auch Sexualpartner gehabt, auch wenn das jetzt mit 19 Jahren noch nicht so viele waren. Mhm. Mhm. Aber schon, es waren jetzt, glaube ich, 3 bis 4 verschiedene. Mhm. Und ja, es ist mir eigentlich nie gelungen, wirklich den Höhepunkt zu erlangen. Den du mit dem Duschkopf kriegst. Genau. Ja. Das ist der springende Punkt. Und das ist für mich halt einfach total schwierig, mhm. weil ich mir wirklich Gedanken mache, bin ich überhaupt irgendwie in der Lage, einen Höhepunkt mit einem Mann zu erreichen irgendwann mhm. mal. Und ich meine, du bist natürlich jetzt verwöhnt durch den Duschkopf. Und das, was der Duschkopf zu bieten hat, ganz im Ernst, kann natürlich ein Mann so nicht bieten. Das heißt, du musst mit einem Mann musst du eine andere Technik, andere Techniken ausprobieren. Ja. Das ist mir schon bekannt, dass das viele Mädels gerne machen. Ja? Ja, ja, ja. In stillen Stunden gestehen die Frauen einem das ja schon mal so, wie sie es gerne machen. Also mir hat das noch niemand gestanden. Also es liegt ja auch nahe, das so zu machen. Das ist ja auch für einen Mann völlig nachvollziehbar, dass eine Frau das schön findet. Ja, das ist gut zu hören, aber mein Problem ist schon auch ganz konkret, irgendwie vielleicht mit dem Mann drüber zu reden, weil sonst könnte man es ja eventuell auch einbinden in die Sexualität. Zum Beispiel. Genau das wollte ich auch gerade vorschlagen. Versuch es doch mal. Ist es dir peinlich, mit deinem Partner darüber zu reden? Ja, total. Echt, ehrlich? Auf jeden Fall, ja. Also warum? Ich habe einen wirklich guten Freund, mit dem ich drüber geredet habe, weil ich gedacht habe, irgendwie muss man das vielleicht auch mal einfach mit einem Mann besprechen. Ja. Und da war die Resonanz soweit auch ganz gut, bloß bei meinen Partnern kriege ich das so nicht hin. Zumal sie ja auch immer äußerst negativ reagieren, wenn ich dann sage, so ist es halt nicht so schön. Mhm. Und das ist natürlich keine Bestätigung für irgendeinen Mann. Und klar, du musst es vielleicht auch ein bisschen diplomatischer ausdrücken. Dass du sagst, das finde ich auch super klasse, lass uns das doch mal irgendwie mit einbauen. Du musst ja nicht gleich dazu sagen, das ist schöner bisher als mit dir und da kriege ich den besseren Orgasmus als mit dir. Muss man ja gar nicht am Anfang sagen. Ja, ich habe halt nur Angst, dass er dann eventuell nachher denkt, das, was bis jetzt so zwischen uns gelaufen ist, war dann vielleicht nur gefaked oder nur vorgetäuscht von mir oder so. War es vorgetäuscht? Was war da viel Fake bei? Zum Teil. Ja, ist nicht gut. Ja. Finde ich immer blöd, wenn Frauen das machen. Es ist blöd für die Männer, aber es ist auch blöd für die Frauen. Also mit meinem jetzigen Freund war es halt noch nicht so. Aber in den Situationen davor war es zum Teil... Umso besser. Das heißt, mit dem jetzigen Freund hast du noch nichts gefaked? Nee, also... Nichts vorgespielt? Eigentlich nicht. Nee, also ich habe es, wenn dann schon, ehrlich gesagt, war halt nicht. Ja, das finde ich gut. Und er geht auch recht kulant schon mit um. Ja. Wie lange seid ihr zusammen schon? Wir sind jetzt ein Jahr zusammen, knapp. Mhm. Also, wenn noch nichts gefaked ist und du sagst, der geht sogar relativ locker damit um, ist das doch eigentlich eine ganz gute Voraussetzung, mal dieses Thema Duschkopf ins Gespräch zu bringen. Genau. Ja, also ich habe wirklich nur für mich persönlich die Angst, dass es einfach, auch wenn ich es mit ins Spiel bringe, dass es auch, wenn der Duschkopf da nicht dabei ist praktisch, dass es dann nicht gehen wird. Klar, aber das sind wieder Hypothesen jetzt. Ja, genau, aber ich habe halt wirklich schon überlegt, ob ich einfach mal irgendwie, es gibt ja immer wieder, liest man immer irgendwie so Seminare oder sowas in der Art, wie es vielleicht für eine Frau einfacher ist, in Verbindung mit ihrem Partner zum Höhepunkt zu kommen oder so. Ich kann es mir einfach so schlecht vorstellen, dass es mich ja, das, so, so?
so weit bringen würde. Ja, also diese Seminare, weiß ich nicht, welche, was du da meinst, ist natürlich okay, wenn das seriös ist. Dennoch finde ich, dass du erstmal zu Hause anfangen solltest. Mhm. Und mit deinem Freund anfangen solltest. Und da gibt es ja nichts zu schämen, das ist doch okay. Erzählt euch da einfach mal gegenseitig, wie ihr es am geilsten findet, wenn ihr euch selbst befriedigt. Oh, ist doch, ist doch toll, ist doch klasse, wenn man sich das erzählt. Das interessiert deinen Freund hundertprozentig, sage ich dir, das macht ihn auch an. Und dich interessiert es bestimmt auch, wie er es macht und wie er es am schönsten findet. Ja, auf jeden Fall. Und so. Das ist halt auch so eine Sache. Ich habe das halt auch auf die Schiene versucht, dass ich versucht habe, von ihm mal rauszukitzeln, ja, was er vielleicht mit sich selber so anstellt. Genau. Genau. Und er sagt halt immer, ja, er macht das einfach gar nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Dann, nee. Also, vielleicht schämt er sich ja zu sagen, dass er das jetzt ab und zu nebenher auch macht, weil er denkt, das ist so eine Art Fremdgehen. Ja. Was natürlich Blödsinn ist. Ich finde, dass man, auch wenn man in einer Beziehung ist, sich selbst befriedigen kann. Aber dann frage ich ihn ganz einfach, um ihn ein bisschen lockerer zu machen, wie hast du es denn früher gemacht, zum Beispiel? Mhm. Ne? So, ich finde, das ist der wichtige Schritt. Redet drüber, erzählt euch eure Selbstbefriedigungspraktiken. Okay. Und dann macht es mal einfach zusammen. Dann soll er mal den Duschkopf halten. Mhm. Und du zeigst ihm das, wie es am besten geht. Und da lernt er vielleicht auch wieder ein paar Tricks und ich was Schönes und so. Ja, ich finde, und wenn es dann immer noch nicht hinter Profi funktioniert, dann kann man ja immer noch gucken. Dann kannst du immer noch zum Seminar gehen, in den Kurs gehen. Sehr aber schön. Macht erst mal gemeinsam eine Weile und überwindet diese Hemmschwelle und die Scham, da muss man sich nicht schämen. Ja, ich glaube, das ist es auch, ne? Dass man wirklich so, dass ich halt denke, wie blöd zu sagen, irgendwie mit einer Dusche oder so, also weil... Nee, das ist, also wie gesagt, ich habe es ja gerade am Anfang schon gesagt, ich hab mehrere Freundinnen gehabt oder gute Bekanntinnen, die mir das so erzählt haben, dass sie es gerne machen, das finde ich normal. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Ja, wie gesagt, also ich habe es bis jetzt noch nie von jemandem gehört, ich habe mich natürlich auch noch nicht so vielen anvertraut, ja. Ist klar, aber... Das ist schon seltsam, dass viele Paare Hemmungen haben, miteinander über Selbstbefriedigung zu sprechen. Ja, also ich hoffe immer noch, dass ich habe ja auch noch irgendwie ein bisschen Zeit und ich lasse es vielleicht auch eher ein bisschen locker angehen, weil ich immer denke, so mit 19 kann ja noch viel passieren. Ja. Und ich habe auch noch ein bisschen Zeit vielleicht, um meine Sexualität noch ein bisschen besser kennenzulernen und um das auch noch mit mehreren Partnern vielleicht auszuprobieren. Nur, dass man irgendwie schon so denkt, irgendwie mit 19 und du kriegst keinen Höhepunkt mit deinem Freund, dann... Nee. Da muss jetzt noch eine ganze Menge gemacht werden. Und ich glaube, dass ihr da noch viel entdecken könnt. Lass mich noch fragen zu dem Duschkopf. Ja? Wie magst du es am liebsten? Wenn die Brause, wenn so ganz viele Strahlen sind? Oder wenn das gebündelt ist? Oder wie magst du es gerne? Nee, also es ist meistens irgendwie so, dass ich dann halt schon entspannt in der Badewanne liege. Mhm. Und unter Wasser ist ja, sag ich mal, der Wasserdruck ohnehin ein bisschen geringer. Ja. Deshalb stelle ich die dann schon relativ fest ein. Ja. Und, was einfach total schön daran ist, auch das, dass man es halt in der Wärme auch regulieren kann, weil halt warm ist, ist total super, ne? Es fördert wahrscheinlich auch die Durchblutung oder was, keine Ahnung. Genau. Also es soll schön warm sein und es soll auch etwas gebündelt sein, der Strahl. Ja, genau. Ja. So, ab mit euch beiden in die Wanne. Ne? Und vorher könnt ihr euch schöne Sachen erzählen oder vielleicht in der Wanne erzählen, wie auch immer. Mhm. Dann alles klar. In diesem Sinne. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Ciao. Der Rolf ist hier. Hallo Rolf, 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Hallo Rolf. Und hier ist der Rolf aus Staßfurt. Erstmal ein ganz großes Kompliment an dich. Danke. Deine Redaktion, deine Mannschaft. Meine Frau und ich gucken das seit einigen Jahren und sind total begeistert. Und es wird Zeit immer, dass es 1 Uhr wird und dann schalten wir sofort auf deine Sendung. Das ist schön zu hören, das freut mich. Um was geht's denn bei dir? Weswegen hast du angerufen? Ich habe also Folgendes. Und zwar, ich betreibe seit 8 Jahren einen Swingerclub. Ja. Das heißt, einen Pärchen- und Singleclub im Bereich Sachsen-Anhalt, das heißt konkret in Staßfurt, liegt ungefähr 30 Kilometer von Magdeburg. Mhm. Ist unter dem Namen Weißes Haus, denke ich mir, für viele Besucher bekannt. Mhm. Ja. Und weshalb ich anrufe, das Problem liegt darin, dass viele Single-Damen einfach nicht den Mut haben, solch einen Club zu besuchen. Aha. Ja. Also die Jungs eher, die Männer kommen eher? Ja. Dürfen die Männer alleine reinkommen bei euch, bei dir? Ja, selbstverständlich. Das ja. Das ist, aber wir müssen aufpassen auf das Verhältnis. Ne? Das heißt, wir lassen also so... Dass da nicht ein Mädel und 10 Jungs sind. Ja, richtig, sowas, genau. Ja. Da gibt es die sogenannten Herrenüberschusspartys. Ja. Die ist also in den Swingerkreisen bekannt, wird aber vorher angemeldet, sodass eben wirklich die Herren Bescheid wissen. Das sind also nur, was weiß ich, 3 oder 4 Solo-Damen dabei. Ja, ja. Ne? So in der Regel, wie ist es denn? Kommen denn, ist denn dein Hauptklientel, sind das Pärchen, die zu euch kommen?
Nein, das kann man nicht so sagen, Domian. Das heißt, wir haben wirklich gemischtes Publikum. Mhm. Beispielsweise sind 15 Pärchen da, 10 Herren und sagen wir mal 6 Solo-Damen. Ja. Ja, völlig gemischte Gesellschaft, muss man sich vorstellen. In welchem Alter sind die Leute so? Von bis? Ja, also wirklich, es geht mittlerweile mit 18 Jahren los und bis Open End. Also wir haben also auch Stammgäste, die sind schon weit über 60 und erfreuen sich der Tatsache, dass es solche Clubs gibt. Ne? Und so ganz junge kommen auch schon zu euch mit 18? Das wird immer jünger, das ist kurios. Als ich angefangen hatte vor 8 Jahren, da war das so 30 bis 40 das Publikum. Genau, so ist es bei mir auch irgendwie abgespeichert, dass ich so denke, Singleclub gehen Leute so ja ab 30 vielleicht oder so. Ja. Das stimmt. Ja. Aber mittlerweile, wie gesagt, geht das schon wirklich mit 18, 19, 20 los. Und das Publikum wird immer jünger, weißt du? Ja, nun hat man ja mittlerweile, weiß man ja viel über, durch diverse Filmreportagen und Fernsehberichte über Swingerclubs, aber so richtig weiß man es dann auch wieder nicht. Ist da so Rudel? Genau, Domian, und deswegen rufe ich auch. Gruppensex! Ja, genau so ist das, ja. Also folgendes, wir haben also auch schon über unseren Club, das Weiße Haus, viele Berichte gemacht. Das heißt also, waren schon etliche Sender bei uns, haben gedreht. Mhm. Und jetzt kommt natürlich die Sensation. Sensation ist schwitzende Körper, große Brüste und so weiter und so fort. Und alles wird durcheinander gezeigt und das ist aber nicht so. Mhm. Ja, das ist ja das Problem. Was ist denn so der klassische Ablauf an so einem Abend bei euch? Ja, also die Leute kommen erstmal rein, werden herzlich begrüßt von uns. Dann ist ein großer Umkleidebereich, dort kann jeder seine Sachen ablegen. Die Damen laufen bei uns in Dessous rum und die Herren in Shorts und T-Shirt. Ja. Ne? Dann geht es an die Bar. Ja. Dort wird erstmal so ein kleines Aufwärmungsgetränk gereicht, sprich Sekt oder ein Bierchen, je nachdem. Ja. Dann haben wir einen großen Poolbereich mit Sauna, wo man sich erstmal ein bisschen entspannen kann, wo man die ersten Gespräche führen kann. Mhm. Und dann geht es meistenteils dann auch schon auf diese einzelnen Etagen. Wir sind also mehrere Etagen mit vielen, vielen Spielzimmern. Ach so, das heißt, in der Regel findet die Sexualität doch schon unter zwei Leuten statt, in separierten Zimmern. Das ist auch unterschiedlich, Domian. Das heißt also, es gibt einige, die wirklich nur mit sich kuscheln möchten. Dann gibt es eine ganze Menge wieder, die Spaß haben zu viert. Dann gibt es natürlich auch die großen Spielwiesen, wo eben 10, 15 Leute zusammen in irgendeiner ihre Sexualität eben ausleben können. Ne? Aber wenn so zwei Leute in so einem Separé sind, dann heißt das, die möchten nicht gestört werden und dann kommt dann auch kein anderer rein. Richtig, völlig richtig. Mhm. Ja, das ist dann wirklich für jeden Gast, sage ich mal so, wirklich dann tabu. Ja. Das heißt, die Tür bleibt zu und fertig ist das Thema. Das passiert auch jeder. Nur gerade am Anfang gesagt, es kommen so wenige Frauen, die trauen sich nicht alleine reinzugehen. Ja, richtig. Woran liegt das? Domian, das ist ja das Problem. Ich denke mir, dass nach wie vor so eine riesengroße Aufklärungswelle in Deutschland vielleicht vorhanden ist, aber im Eigentlichen doch nicht. Irgendwie habe ich nach wie vor das Gefühl, dass alles noch in dieser Richtung unter so einer Decke schwebt und bleibt. Das heißt, die Leute sprechen, du siehst es ja selber, wenn dich Leute anrufen wegen irgendwelchen sexuellen Vorlieben und auch unter Paaren, die sprechen ja nicht miteinander. Ja, wenn man nicht mehr miteinander spricht, was will man dann erwarten? Also vielleicht haben wirklich auch ganz einfach viele Frauen Angst, die schon Lust hätten, mal sowas zu machen. Ja. Die haben Angst, die wissen nicht, was auf sie zukommt und haben deshalb auch die Scheu, dann alleine dorthin zu gehen. Ja, richtig, das ist das Problem. Ja, das ist ja das. Es ist keine richtige Aufklärung da. Das heißt, die denken, die kommen jetzt von uns in den Club, müssen sich ausziehen und werden im Prinzip fast vergewaltigt. Ich sag's mal ganz profan. Ne? Dem ist überhaupt nicht so. Das heißt, wenn eine Frau dort hingeht und auch nichts machen möchte, muss sie auch nichts machen. Richtig, das ist es ja. Ja. Ja, sie kann einfach im Prinzip wirklich mal spontan bei uns vorbeikommen, kann schön erstmal Sekt trinken, kann sich entspannen, kann kuscheln, kann erzählen, kann kommunizieren, kann machen, kann tun, braucht aber gar keinen Sex zu machen. Das, man kann also wirklich 5-6 Stunden wunderschönen Abend in solchem Club, muss ja nicht bloß bei uns sein. Ich rede jetzt eigentlich für alle Swinger. Ja, das kann man ja auch verallgemeinern. Auch wenn man als Paar oder als Mann dorthin geht, muss ja nicht unbedingt was abgeben. Man kann ja auch vielleicht die erotische Atmosphäre genießen. Und was trinken und reden und so weiter, ne? Geht auch. Ja, natürlich. Ja. Das ist, sage ich mal, wirklich wie so ein großer Lusttempel. Ja. Und in diesem Lusttempel kann man alles. Ja. Das Motto lautet ja in solchen Clubs, alles kann. Also Leute, stürmt die Swingerclubs. Das sind die großen Lusttempel, wo nichts sein muss, sondern man kann alles so frei entscheiden. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Rolf, so ein Ding aufzumachen? Ja, also ich habe ein großes Anwesen. Ja. Ich hatte vorher 4 Jahre in Afrika gelebt und gearbeitet und bin dann wieder nach Deutschland zurück
und habe mir überlegt, steige ich jetzt prinzipiell aus oder bleibe ich in Deutschland? Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dafür bist du noch zu jung, da bleibst du mal hier in Deutschland. Und dann habe ich mir in der Richtung Gedanken gemacht, wie man geschäftliche Aktivitäten und meine Kreativität umsetzen kann. Ja. Und bin dann eigentlich zielstrebig sehr schnell auf den Gedanken gekommen, einen Swingerclub zu machen. Hattest vorher aber im Sexualitätsgewerbe, Erotikgewerbe nichts zu tun? Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Ja. Also da bin ich wirklich vollkommen Newcomer. Ich bin selber auch kein Swinger. Und meine Frau auch nicht. Ach, das heißt, ihr macht da gar nicht mit? Nein. Also wir gehören zu den ganz wenigen Swingerclub-Betreibern, die an diesen Partys nicht teilnehmen. Warum? Aus dem ganz einfachen Grund. Ich sage mir, es ist ein knalleres Geschäft. Und unsere Aufgabe ist es, dass die Gäste bei uns zufriedengestellt werden, sie ihren Spaß haben. Und ich sag mal, nicht wir sind da in irgendeiner Form der Mittelpunkt, sondern gut, nur die Gäste. Das kann ich verstehen, dass du sagst, ich kann hier nicht meinem Spaß nachgehen. Ich muss sehen, dass der Laden läuft, dass alles gut organisiert ist und ich muss die Augen überall haben. Aber könntest du dir denn vorstellen, privat in einen anderen Swingerclub zu gehen, vielleicht von einem Freund, einem Bekannten, in auch einen guten Swingerclub? Wäre das eine Vorstellung? Also um sexuelle und erotische Fantasien auszuleben, nicht. Nur aus Neugier. Ja. Und um zu sehen, wie läuft ein anderer Club, wie sind die Betreiber. Klar, das ist dann wieder ein geschäftliches Interesse. Nur geschäftlich, aber rein privat, bin ich ganz ehrlich, reicht ich das nicht tun. Reicht dir deine Frau? Ja, richtig. Ja. Und zwar ganz und gar. Also, das war interessant zu erfahren, dass man wirklich auch als Frau oder dass Frau da wirklich auch als Frau reingehen kann, ohne große Ängste ausstehen zu müssen. Ja, das ist ganz, ganz. Da passiert nichts Schlimmes, man kann auch nur mal gucken und dann ist es gut. Ja, ne? Genau so ist das. So, jetzt sage ich schöne Grüße nach Sachsen-Anhalt, ne? War das? Ja, richtig. Und du grüßt deine Frau herzlich von mir. Mach ich, und Domian. Und weiterhin gutes Geschäft. Ich danke dir, Domian, wünsche dir noch viel, viel Erfolg. Dankeschön, bleib tschüss. So, wie du bist. Jo, tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, die Faxnummer 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Jetzt haben wir hier einen Mensch, der heißt Arzu. Und meine Regie hat netterweise hintergeschrieben, das ist ein Mädchen. Hallo, 37 Jahre alt. Hallo Domian. Ja, hallo, ich grüße dich. Spricht man das Arzu aus? Arzu. Arzu. Ja. Das klingt türkisch, ist das so? Das ist türkisch, ja. Also, 37. Ja, richtig. Ich habe vor 3 Jahren jemanden im Internet kennengelernt, habe nach einer gewissen Zeit gemerkt, dass dieser Mann, er ist auch aus der Türkei, aber also ich lebe in Deutschland, er lebt in der Türkei. Ja. Habe festgestellt nach einer gewissen Zeit, dass er sehr starke Gefühle für mich hegt. Durchs Chatten hast du es festgestellt. Richtig, ja. Also durch die Gespräche und so. Aber da er verheiratet ist und auch 2 Kinder hat, habe ich danach, wo ich das richtig gemerkt habe, den Kontakt abgebrochen, weil ich es nicht wollte. Also zwischen Mann und Frau und Ehe und Kinder. Ich bin nämlich selber geschieden. Und darf ich mal kurz zwischendurch was fragen? Natürlich. Was mir rätselhaft ist, wenn mir die Leute erzählen von ihren Chat- und Internetbekanntschaften. Wie kann man sich denn in jemanden verlieben oder große Gefühle entwickeln, mit dem man nur chattet, sprich von Schreibmaschine zu Schreibmaschine? Ja, es ist schwer zu beschreiben. Es ist halt, du drückst deine Gefühle halt anders da aus und wenn du merkst, dass das ankommt, so wie du das meinst, und die Vorstellungen und die Wünsche, wenn die miteinander harmonieren, dann denke ich mir, dass sich da was aufbauen kann. Ja, kann einem das so gefallen. Vielleicht ist das Wort verliebt vielleicht auch zu groß gewählt, aber manche Leute empfinden es so. Genau. Du hast es aber nicht so bei ihm empfunden. Nein, also für mich war das eine Chatbekanntschaft. Ja. Aber als ich, wie gesagt, gemerkt habe, dass er wirklich die große Liebe und so, dann habe ich das auch abgebrochen. Daraufhin hat mich seine Frau angerufen, beschimpft. Ach, die hat das mitbekommen? Ja, sie hat eine SMS von mir gelesen, denke ich mir. Ach so weit wart ihr auch schon mit Telefonieren und SMS? Nicht, ja. Das war nicht nur Internet und Computer? Nein, wir haben uns auch geschrieben, auch mal so privat telefoniert. Ja, ja. Okay, dann lernt man sich schon näher kennen am Telefon. Das ist mir dann schon nachvollziehbar. Richtig. Und wie gesagt, das war für mich dann auch ausschlaggebend, dass ich die Verbindung abgebrochen habe. Ja. Und aber die besteht offensichtlich wieder. Das ist
Nach 2 Jahren, also ich habe noch eine andere Internetfreundin, sie hat mir immer, weil sie in Kontakt mit ihm steht, gesagt, dass er krank ist, dass er krank geworden ist in der Zwischenzeit. Was hat er? Er hat ein Virus im Blut. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Virus heißt. Er teilt sich. Eine schwere Erkrankung. Eine sehr schwere Erkrankung. Ja, ja. Dann habe ich eine E-Mail bekommen von seinem Arzt. Ich weiß nicht, wo er meine E-Mail-Adresse hat. Diese Frage stellte ich mir gerade auch spontan. Genau. Woher? Ja. Daraus hat also der Arzt hat mir gesagt, dass er, wenn er so weitermacht, nur noch 2 Jahre zu leben hat. Mhm. Und das hat mich dann bewogen, wieder in Kontakt zu treten mit ihm. Ich habe ihn dann auch gesehen per Cam. Er sah fürchterlich aus. Er war abgemagert. Ja. Er ist also wirklich sehr krank. Mhm. Was ist jetzt die momentane Problematik für dich? Die momentane Problematik ist, also ich stehe mit ihm seit ungefähr 3 Monaten wieder in Kontakt per Internet und ihm geht es in den 3 Monaten hat er sich richtig zusammengerappelt und es geht ihm sehr gut. Mhm. So, wie soll ich jetzt diesen Menschen klar machen, in dem Sinne, dass er sich nicht auf mich stützen kann? Weil ich sehe jetzt, dass ich eigentlich nur sein Lebenswille in Anführungsstrichen bin. Also du hast so einen hohen Stellenwert für ihn. Ja. Diese Verbindung zu dir ist für ihn etwas ganz Wichtiges. So wichtig, dass du sagen würdest, dass motiviert ihn oder es hilft ihm, seine Krankheit besser zu beherrschen. Ja, seine Krankheit ist rapide zurückgegangen innerhalb 3 Monaten. Also es ist unvorstellbar, wie schnell dieser Virus sich dann es war auf 70%, es ist auf 5% runtergegangen. Und die Ärzte haben mir auch gesagt, dass es wirklich der Lebenswille, der Lebensmut ist, der ihm das auch gegeben hat. Das heißt, das hat ihm ja so viel Kraft gegeben. Richtig. Du hast ihm so viel Kraft gegeben. Richtig. Aber nach wie vor bist du nicht in ihn verliebt. Ja. Das ist jetzt für dich einfach eine Verbindung. Richtig. Wurde denn in den letzten 3 Monaten darüber auch gesprochen, ob du verliebt bist? Also ich habe ehrlich gesagt Angst, ihm da, ich habe ihm jetzt nicht ein relatives Nein gesagt, weil ich habe wirklich Angst, dass er wieder in diese Depression reinfällt. Aber er hat es gefragt, er hat dich gefragt. Er hat mich gefragt, ich habe gesagt, dass Gefühle für ihn da sind, aber nicht halt so, wie es sein sollte. Ist es denn nach wie vor so, dass man sagen kann, auch wenn er sich jetzt sehr berappelt hat und ganz gut gesundheitlich dasteht, dass er dennoch wird sterben müssen? Also die Chance ist sehr gering, dass dieser Virus ist wirklich nur mental bedingt. Mhm. Wenn er sehr viel Sorge hat und sehr viel im Gedanken, also wirklich mentale Sorgen. Mhm. Ich denke mal, dass ich ausschlaggebend war für die Krankheit. Deswegen mache ich mir jetzt auch diese... Das glaube ich nicht. Nein, nein. Nur ein Virus ist nicht nur immer mental bedingt. Das kann es beeinflussen. Aber so einfach kann man das, glaube ich, nicht sagen. Aber ich verstehe dein Problem. Ich verstehe dein Problem. Da ist jemand, der ist todkrank. Genau. Der steigert sich in die Liebe zu dir. Richtig. Dem geht's besser durch die Verbindung. Richtig. Und du hast ein schlechtes Gewissen, irgendwie so ein bisschen, weil du nicht verliebt in ihn bist. Richtig. Und möchtest ihm das nicht sagen. Was ist jetzt zu tun? Ja, was soll ich jetzt tun, wenn ich jetzt... Offensichtlich, aber... ich sage mal, auf so einer Basis der guten Bekanntschaft oder einer guten Freundschaft bist du schon an ihm interessiert. Natürlich, natürlich, auf jeden Fall. Mhm, sonst hättest du ja auch nicht wieder Kontakt zu ihm aufgenommen. Das hat dir auch leid getan, dass er krank war und so weiter. Das auf alle Fälle. Aber also, versuch es doch einfach dann so weiter hinzukriegen, wie du es bisher hinbekommen hast. Sag es ihm nicht ins Gesicht, dass du nicht in ihn verliebt bist. Belüg ihn aber auch nicht richtig, sondern sei einfach nett und sei weiter in Kontakt. Das ist so eine Art Gratwanderung, in der ich mich jetzt befinde. Also es ist oder ist es dir kommst du allmählich unter Druck? Dieser Druck, also es ist wirklich, ich merke auch selber an mir, dass ich mit diesem Druck nicht mehr umgehen kann. Sieh es doch einfach als gute Tat an, gegenüber einem Menschen, der schwer krank ist, dem du dadurch, dass du nett zu ihm bist, dass du ihm helfen kannst, um vielleicht ihm seine letzte Lebensphase, wie lange sie auch noch andauern mag, dass du sie ihm verschönst. Mhm. Hat er denn Forderungen? Will er denn, dass du in die Türkei kommst? Will er dich sehen? Oder Er hat sich von seiner Frau scheiden lassen. Mhm. Er möchte mich auch heiraten.
Oh, da wird es natürlich jetzt kompliziert. Das heißt, er will auch, dass du ihn besuchen kommst. Ja. Ich dachte, das wäre jetzt nur beschränkt auf den Internetkontakt. Da könnte man ja sagen, okay, komm, das machen, ne? Das ist ja dieser Druck, wo mir zu viel wird. Also ich habe Angst, wie gesagt, wenn ich das jetzt langsam und nach schleifen lasse, dass er das ja, er merkt es dann auch und ich könnte damit nicht leben. Also ich würde mir ein Leben lang Vorwürfe machen. Wenn ihm etwas passieren würde. Und spiel mal das andere Extrem durch. Nehmen wir mal das ganz andere Extrem. Du würdest ihm belügen, du würdest sagen, ich liebe dich. Was wäre dann für dich? Wie würdest du das in dir empfinden? Ich denke mir, das wäre nicht fair mir gegenüber und auch nicht fair meinen Kindern, meinem Leben gegenüber, weil ich kann mein Leben nicht für irgendjemanden es wäre ein Hergeben in dem Sinne. Das finde ich genau die Antwort. Das heißt, wir müssen irgendwie Mittelweg finden. Richtig. Ne? Das heißt, unter diesen schwereren Umständen, die mir gerade am Anfang nicht so klar waren, muss vielleicht doch etwas mehr Wahrheit reinfließen. Das heißt, dass du die richtigen Worte findest, dass er versteht, dass es keine Liebe sein kann zwischen euch, aber eine Freundschaft. Und ich glaube, dass er das auch schon wertschätzt, wenn er in der Situation, in der er sich befindet, dass das auch das schon für ihn sehr wichtig und aufbauend ist. Dass du ihm einfach klar machst, das ist dein Leben und die Gefühle sind so nicht da, aber es sind andere Gefühle da, auch große und wichtige Gefühle. Und dass du einfach auch eine gewisse Distanz dann dadurch auch behältst und du dir treu bleibst, das finde ich auch wichtig. Eben. Es muss ein Mittelweg gefunden werden, dass man dem Mann hilft und dass du dir treu bleibst. Ja, das dass man ihm nicht zu sehr auf den Kopf stößt, dass du dich aber selbst auch nicht vergewaltigst. Das wäre der weise Weg, wenn du den finden würdest. Und der geht natürlich, glaube ich, nur, indem du schon auch ein bisschen ihm zumutest. Aber so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, wirst du da auch eine gute Formulierung finden und es nicht zu brutal machen. Aber du musst es machen, das glaube ich schon. So wie du es mir jetzt geschildert hast, musst du es machen. Ich denke, dass ich halt noch ein Stück Zeit brauche und dann so ein Stück für Stück und mal zu mal, dass er das dann irgendwie doch verstehen wird, so wie ich es meine. Ja, genau so. Das ist der richtige Weg. Also, das ich ist der danke richtige. Domian. Alles Liebe und alles Gute. Danke sehr. Tschüss. Tschüss. Mario, 44 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Mario. Ja, hallo, ich grüße dich, Domian. Ja, ich grüße dich auch. Erstmal großes Lob an dein Team und das, was du tust, das ist wirklich Lebenshilfe. Dankeschön. Und ich habe ein Problem. Ich bin seit 24 Jahren verheiratet und habe seit 20 Jahren keinen Sex mit meiner Frau. Boah, seit 20 Jahren? Ja. Seit 20 Jahren keinen Sex mit? Seit 20 Jahren, ja. Lass mich das mal verdauen, eben. 24 Jahre verheiratet. Das glaube ich dir. Ich habe schon gewusst, dass ich dafür eine gewisse Sensation sorge. Aber es ist einfach die Wahrheit. Habt ihr Kinder? Ja, ich habe eine Tochter. Die ist dann in den ersten 4 Jahren entstanden? Die ist in den ersten 3 Jahren entstanden, ja. Wie ist das zu erklären, dass du 20 Jahre mit deiner Frau keinen Sex hattest? Das ist die Frage, die ich habe. Es ist Folgendes passiert. Ich habe also 1980 geheiratet. Habe dann 1983 die Tochter bekommen. Meine Frau hat die natürlich bekommen. Aber meine Tochter ist nun mittlerweile 21 Jahre, wird 21. Studiert Medizin. Also das heißt, wir haben erziehungstechnisch eigentlich alles das getan, was notwendig war. Ja. Und wir sind beide für unsere Tochter da. Ja. Wir leben auch relativ glücklich miteinander. Der Alltag funktioniert, es ist alles gut organisiert. Es ist alles wunderbar. Ihr habt euch auch nicht oft in den Haaren. Bitte? Ihr habt euch auch nicht oft in den Haaren. Eigentlich kaum. Mhm. Ja. Allerdings passierte nach der Geburt dieser Tochter etwas, was für mich bis jetzt unerklärlich scheint. Nämlich? Nämlich, wir hatten keinen Sex mehr. Schlagartig danach. Bitte? Schlagartig danach. Schlagartig danach. Woran lag das? Lag es an dir? Hattest du keinen Bock auf sie? Ich hatte keinen Bock mehr auf sie. Du hattest keinen Bock mehr auf sie. Warum nicht? Ja, das ist die Frage, die ich mir selbst stelle. Ich bin in dieser Ehe bis zum heutigen Zeitpunkt zweimal fremdgegangen. Zweimal fremd mit einer Frau gegangen, die es wusste. Also erzähl mir das gleich. Ich will erst mal die Frage beantwortet haben. Ich meine, das haben ja nur sehr viele Männer, dass sie nach der Geburt des Kindes weniger Lust auf ihre Frauen haben. Richtig. Oder gar keine Lust. Ja. Wie,
Ich habe das bis heute noch nie richtig verstanden, warum was das so ist. Ich auch nicht. Ich habe auch wenn du ganz tief in dich hineinhörst, du kannst. Hat die Frau ihre Attraktivität verloren durch die Geburt? Ja. Wirklich objektiv die Attraktivität verloren? Ja, ich glaube ja. Warst du bei der Geburt dabei? Nein. Nein, ich bin aus der ehemaligen DDR und da war das nicht unbedingt üblich, bei einer Geburt dabei zu sein. Ja, ja. Ja, ich bin nach dieser Geburt, habe ich mich natürlich wahnsinnig auf dieses, oder wahnsinnig überhaupt auf dieses Kind gefreut, bin auch heute noch ganz stolz darauf, ganz klar. Aber habe dann, nachdem das Kind geboren wurde und meine Frau dann wieder zu Hause war, eben keinen Drang mehr verspürt, mit ihr sexuell zu verkehren. Aber dennoch einen Drang gespürt nach Sexualität und deshalb bist du zweimal fremdgegangen. Richtig. Was ja in 20 Jahren in der Situation wenig ist. Richtig. Hat deine Frau das gewusst? Ja, sie hat gespürt, dass eine gewisse Distanz vorhanden ist. Nee, ich meine mit dem Fremdgehen, hat die das mitbekommen? Das habe ich ihr gesagt. Ja. Ich habe ihr das gesagt. Wie hat sie darauf reagiert? Zunächst, indem sie sich selbst einen Partner versuchte zu suchen, um eine gewisse Trotzreaktion zu erzeugen, die aber dann nicht dazu geführt hat, dass es uns beide näher gebracht hat, sondern es hat uns weiter distanziert. Hat sie denn einen gefunden? Bitte? Hat sie einen gefunden, mit dem sie dann auch mal geschlafen hat? Nein. Also meiner Meinung nach nicht. Und wir sind eigentlich ehrlich immer miteinander umgegangen. Hat deine Frau dich denn irgendwann mal gefragt, warum schläfst du nicht mehr mit mir? Nein. Nein. Was hättest du ihr da geantwortet? Ja, ich habe auch nie, sie hat mich nie danach gefragt, ob ich mit ihr noch Sex haben möchte. Und ich habe auch nicht gesagt, warum ich keinen Sex mit ihr haben will. Das heißt, sie hat es auch nie thematisiert. Wir haben das nie thematisiert. Hat sie denn in den ersten Jahren versucht, dich mal ab und zu verführen und du hast sie Nein, gar nichts. Nein, es ist dazu gekommen, ich habe 1983, als der Sex aufhörte, sage ich mal, habe ich angefangen zu studieren. Habe bis 1989 studiert, habe natürlich da auch etwas Stress gehabt und so weiter, war auch selbst etwas unter meinem Niveau irgendwo und hier und da und man geht mit Studenten weg und macht dies und lebt ein anderes Leben. Ja, ja. Und das alles führte dazu, dass wir uns auch, ich sag mal, intellektuell trennten. Ach so, das hält bis heute vor. Ich halte ihr das nicht vor. Nee, das hält bis heute vor. Das hält bis heute vor, ja. Ja, wir lesen getrennte Literatur. Sie sehr trivial, ich etwas, nicht unbedingt, um mich wichtig zu machen, aber einfach, um mich zu bilden. Ja. Ja. Und das führte natürlich dazu, dass man hier und da doch in eine gewisse Trennungsschiene geht. Ich habe es noch nicht geschafft, mal mit ihr zu einer Eheberatungsstelle zu gehen. Ich wollte gerade darauf hinaus. Du rufst jetzt an und besprichst das mit mir. Ich möchte es jetzt. Ich möchte endlich wissen, was soll ich tun? Ja. Der Anlass dazu ist am vorigen Samstag gewesen. Wir hatten eine gemeinsame Freundin eingeladen. Meine Frau trinkt keinen Alkohol, ich auch nur relativ wenig. Und jetzt tranken wir aber doch etwas, weil der Abend war einfach schön. Und ich gab meiner Frau dann zwei Liköre, die dazu führten, dass sie mal, ich sage mal so, die Katze aus dem Sack lässt. Aha. Und plötzlich kam ein Thema auf, und das veranlasste mich auch, dich anzurufen. Ja. Was ist hier los? Jetzt spricht sie plötzlich über Dinge, die sie frustrieren. Was hat sie gesprochen? Und da hat sie gesprochen, wie noch nie in diesen letzten 20 Jahren. Ja. Und hat gesagt, sie möchte mich nicht mehr, sie möchte mich loswerden, sie ist eigentlich nur noch mit mir zusammen, weil ich das Geld nach Hause bringe und. Und das hat mich natürlich irgendwo auch frustriert. Ja. Verständlicherweise. Und das durch zwei Liköre. Ja. Was zwei Liköre anrichtet. Naja, ist mal mehr als drei gewesen. Ist egal. Ja. Aber letztendlich ist es gut, finde ich, dass sie das gesagt hat. Ja, vielleicht ist das die Chance für euch. Du bist ja auch kein Alter, bist 44. Wie alt ist sie? Sie ist 45. Na gut, vielleicht ist das die Chance für euch beide, diese eigentlichen kranken Strukturen, die sich da entwickelt haben, sage ich mal. Falsche Strukturen, wie auch immer, die aufzubrechen und nochmal was Neues anzufangen. Ja. Sie ist offensichtlich nicht zufrieden in der Gemeinschaft. Richtig. Und du bist letztendlich auch nicht zufrieden. Um Gottes Willen, ja. Ne? Ja. Das heißt, vielleicht ist das eine ganz große Chance sogar, dass ihr jetzt irgendwie eine Ebene findet, dass ihr einfach gute Freunde seid. Dagegen spricht ja gar nichts. Nein. Ihr könnt ja gut miteinander und ihr kennt euch. Da ist viel Vertrauen, da ist viel Gemeinsamkeit. Ja. Aber dass ihr dennoch, was so Partnerschaft anbelangt, neue Wege geht. Ja. Entweder
traust du dich jetzt und sprichst dieses Thema nochmal bei ihr an? Mhm, mhm. Oder aber, du hast es gerade selbst ins Gespräch gebracht, ihr beide geht zusammen zu einer Eheberatung. Ja, ja, ja. Und wenn ein Likörchen hilft, dann soll sie ein Likörchen vorher trinken, wenn das die Zunge lockert. Ist ja, ja auch nicht so schlimm. Aber im Ernst, das ist jetzt der Weg. Das musst du jetzt machen. Das musst du forcieren jetzt. Ja, ja. Ja, ja, das sollte ich tun. Ja, finde ich schon. Eigentlich ist es... Es ist eben so, dass die Fronten so verhärtet sind nach den vielen Jahren, ja, dass das einfach so auf 0 plus 3, dass das jetzt nicht geht. Ne? Das braucht ja so lange Zeit. Ich hoffe ja nicht, dass es nochmal 20 Jahre dauert. Nein. Nein, vielleicht ist es deshalb wirklich gut, wenn da ein neutraler Mensch dabei ist, der euch hilft, dass ihr in Würde auseinandergehen könnt. Ja. Das finde ich wichtig. Ja. Ne, dass ihr euch nicht zerfleischt, dass ihr nicht Dinge tut, die euch hinterher leid tun. Ja, sondern dass ihr einfach klar jetzt sagt, es geht einfach nicht mehr so, wir suchen uns jetzt andere Wege und Möglichkeiten. Ja. Geht zu einer Beratungsstelle. Wenn du möchtest, kann ich dich noch mit meiner Psychologin verbinden. Ja, gern. Die kann dir dann noch eine Beratungsstelle in eurer Gegend sagen. Das wäre sehr nett. Sehr schön. Mario, du legst auf und meine Psychologin, die Claudia, ruft dich an. Ich danke dir. Alles Gute. Domian, alles Gute. Danke. Tschüss. Dir. Ne, ciao. Uwe, 48 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Hallo Uwe, guten Morgen. Hallo Dominan. Ist schon mal gut, dass ich endlich durchgekommen bin. Ich wollte gestern schon mal anrufen. Ja. Und zwar mein folgendes Problem ist, ich bin mit meiner Freundin jetzt circa 2 Jahre zusammen. Mhm. Wir kennen uns aber schon ungefähr seit 10 Jahren. Mhm. Und die hat einen ganz besonderen Tick. Mhm. Und zwar, das hat zwar auch was mit Wasser zu tun, aber das ist nur die Nebensache. Jeder Mensch, der muss mal in die Badewanne. Sie geht auch sehr oft baden, aber mit Alkohol drin. Das heißt also, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Sie lässt also das Badewasser einlaufen, tut auch Badezusatz dran, aber kippt sich dann immer so ein bisschen Rotwein oder mal ein bisschen Sekt rein und findet das sexuell stimulierend. Ach. Ja, also das ist sowas von, sagen wir mal, eklig für mich, weil ich bin Anti-Alkoholiker, ja. Ach, das auch noch. Und jedes Mal, wenn ich dann in die... also auf Toilette muss und sie ist dann noch in der Wanne, denn dann stinkt das so penetrant nach Alkohol, das ist also dann eklig. Ach so, aber sie fordert nicht, dass du auch noch mit in die Wanne kommst. Ich bin des guten Willen mitgegangen, da habe ich gesagt, aber dann bitte nur ganz billigen Sekt von Aldi von mir aus. Ja. Und kein Rotwein oder Bier oder irgendwas. Also Rotwein stelle ich mir auch schon ein bisschen pervers vor. Oder Bier, aber so ein Sekt kann ja vielleicht auch so ein bisschen belebend sein. Nein, nimmt sie nicht, aber sie nimmt Weißwein, also alles, was stark riecht. Und das turnt sie dann so an, dass sie dann sexuell stimuliert ist. Also einmal bist du mit reingestiegen, da war ein bisschen Sekt in der Wanne. Ja, richtig. So, und das hat sie dann so tierisch angemacht. Ich meine, gut, okay, der Sex, der war super. Aber wenn der Sex nur klappt, indem sie jetzt in die Badewanne geht und der Alkohol reinkippt, dann ist natürlich irgendwo ein bisschen bekloppt. Aber sie trinkt währenddessen kein Alkohol. Bitte? Sie trinkt den Alkohol? Ich trinke keinen Alkohol. Nein, wir sind beide Anti-Alkoholiker. Das ist ja schon eine kuriose Sache. Ja. Sie mag den Geruch des warmen Wassers dem daraus sie mag aufsteigenden den Alkohol. Des warmen Wassers und ihres Badezusatz vermischt mit Alkohol. Irgendwie, ja? Badezusatz gedacht, mit Rotwein? Drogensüchtig oder sowas oder irgendwie schnüffelmäßig drauf. Ja. Und wir haben uns dann mal unterhalten. Ich habe sie dann auch hab ihr nahegelegt, mal einen Psychiater aufzusuchen. Ah, so schlimm ist es ja auch noch nicht. Nee, sie ist in Behandlung deswegen. Deswegen? Ja, sie ist da hingegangen und weil ich habe es erst mit Hauspsychologie versucht, mit guten Zureden. Ja, aber jetzt mal im Ernst, ist es denn nur so schlimm? Lass das Mädel doch mal ab und zu in Rotwein baden, ist doch egal. Ja, also nee, frage ich jetzt wirklich, solange du nicht, ganz im Ernst, solange du da nicht mit reinklettern musst, dich ekelst ein bisschen. Wie oft kommt denn das vor, dass sie das macht? Also sie badet also 3-mal in der Woche, ne? Ja, na gut. Ist eine sehr reinliche Frau. Ja, ist es denn so schlimm? Ja, ich meine, wenn sie rauskommt, rieche ich den Alkohol, ja? Und ach so, dann sage ich immer so, pass mal auf, tu mir einen Gefallen und mach ich jetzt nochmal, geh mal duschen. Wir haben also eine Dusche und eine Badewanne. Ja. Wir haben ein eigenes Haus und... da habe ich zu ihr gesagt, jetzt gehst du nochmal duschen und wirst dir den Geruch runter, ne? Ja, also sie aber dann läuft nichts mehr. Sie kann wirklich nur mit mir schlafen, wenn sie sich dieses Zeug in die Badewanne kippt. Das ist irre. Und dieses Zeug dann auch noch auf der Haut behält danach. Richtig, sie muss diesen Geruch haben. Das heißt also, ohne diesen Geruch und diese Anhaftung an der Haut läuft dann gar nichts bei euch? Doch, das läuft schon, aber dann ziemlich schlecht. Dann nur auf, ja, hast du mal Lust? Nö, ich will nicht. So, jetzt ist sie deshalb bei einem Psychiater.
Ja, sie ist in Behandlung. Sie hat mir das gesagt, das geht von der Caritas aus. Und wir reden auch nicht darüber. Sie sagt mir auch nicht, was sie was da geredet wird. Sie macht sofort zu. Ja. Oder ist da noch irgendwas anderes, was sie belastet und wo? Das weiß ich nicht. Also ich wollte mit ihr darüber sprechen. Sobald ich über das Thema Sex anfange, macht sie dicht. Ja. Er macht sie komplett dicht. Diese Nummer mit dem Wein im Badewasser und so, ist wie lange macht sie das schon? Seit fast circa dreiviertel Jahre. Ach, länger noch nicht? Nee, länger noch nicht. Und vorher war alles normal? Ja, wir haben uns, wie gesagt, wir sind jetzt fast 2 Jahre zusammen, wir hatten aber sexuell nie was miteinander, weil wir uns 10 Jahre lang als gute Freunde nur kannten und ihm aneinander vorbeigelaufen sind. Entweder hatte ich eine Beziehung oder sie hatte eine. Mhm. Ja. Und jetzt haben wir uns vor 2 Jahren wieder gesehen, hatten wir zufälligerweise beide keine Beziehung und haben gesagt, so, jetzt machen wir das richtig. War sie denn, du sagst, du trinkst gar keinen Alkohol? Ich trinke keinen Alkohol. Wie kommt das? Ich trinke keinen Alkohol aus dem Grunde, weil ich krank bin. Ich darf keinen Alkohol trinken vom Arzt aus. Ich bin Epileptiker. Ah ja, verstehe. Und deine Frau trinkt eigentlich auch keinen Alkohol? Meine Freundin trinkt absolut auch keinen Alkohol. Mhm. Weil ich weiß, sie hatte eine damalige Beziehung gehabt, wo der Mann Alkoholiker war. Ach so, aber sie selbst hatte nicht irgendwann mal Alkoholprobleme? Nein. Uwe, weißt du, wenn sie im Moment in einer Behandlung ist, mir erscheint etwas schleierhaft, ob es nur deshalb ist. Ich vermute, dass da noch irgendwas anderes hintersteckt. Weil das könnte man ja abtun als Schulde, als Marotte irgendwie. Und das wäre nicht so schlimm. Aber vielleicht steckt da noch was anderes hinter. Dann würde ich schon an deiner Stelle respektieren, dass sie erstmal nicht so sehr darüber sprechen will. Ja, das habe ich ja respektiert. Aber was ich nicht verstehe, wie kann ein normaler Mensch in die Badewanne gehen, okay, Sekt reinkippen aus irgendeiner Laune, ja, so wie man es aus Filmen kennt, oder Sekt im Schuh trinken oder wie auch immer, oder aus dem Bauchnabel, ist ja alles eine feine Sache. Aber wie kann man sich das ins Badewasser kippen? Das kann und dann auch noch Rotwein, der so penetrant stinkt? Das kann ich dir auch nicht erklären. Aber wahrscheinlich wird sie dieser Sache, hoffe ich mal, allmählich da in ihrer Therapie oder was das genau ist, auch auf die Schliche kommen, auf die Spur kommen. Und vielleicht wird es dir, ich hoffe, dass es dir irgendwann erklärt, weil das müsste sie schon tun, weil es ist ja nun auch euer Leben und auch eure gemeinsame Sexualität. Ja. Bis zu einem gewissen Punkt finde ich es okay, wenn man nicht alles aus einer Therapie erzählt, aber irgendwann ist der Punkt, wo man dann schon den Partner auch einbeziehen sollte, finde ich. Ja. Weil sonst stehst du da und weißt ja gar nicht, was los ist. Ne? Und, ja, für mich ist es, wie gesagt, nur unnormal. Ich hatte also sowas noch nie in meinem ganzen... Ich bin 48 Jahre alt. Uwe, ich auch nicht. Ich habe sowas noch nie erlebt. Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. Also hoffen wir mal, dass diese Behandlung fruchtet, dass dabei was rumkommt. Ja. Und dass ihr dann auch wieder in eine Normalität kommt danach. Das würde ich dir sehr wünschen. Ja, gut, danke. Lieber Uwe, alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Corinna, 35 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Corinna. Also ich möchte eigentlich nur was zu dem Swingerclub-Besitzer vorhin sagen. Ja. Also ich gehe so seit ungefähr 2 Monaten mit jemandem in einen Swingerclub. Mit einem Mann oder einer Frau? Mit einem Mann. Den ich auch da kennengelernt habe. Ich war da mit jemand anderem, der mich da einfach zu überredet hat und hat gesagt, das ist so toll da und komm da mit und da kann alles und muss nichts. Und der hat mir das so toll beschrieben, hat gesagt, geh mal mit mir dahin. Mhm. Und wir hatten vorher also noch keinen Sex und nichts miteinander. Und ich habe gesagt, okay, ich gucke mir das mal an, wie das ist, wenn er nichts muss und alles kann. Dann bin ich mit ihm dahin und habe da dann einen anderen Mann kennengelernt. Wir haben dann Telefonnummern getauscht und waren uns auch so total sympathisch. Und seit dieser Zeit gehe ich halt regelmäßig mit diesem zweiten Mann quasi in diesen Swingerclub. Und was macht ihr da? Bumsen. so wollen wir es nicht ausdrücken. Also ihr übt den Geschlechtsverkehr dort aus. Also wir gehen halt, nein, er holt aber, mich nein, halt ab. Nein, worauf ich konkret hinaus wollte ist, schlaft ihr beide da in einem Separé miteinander oder gibt es so Gruppensexgeschichten? Beides. Also wir gehen hin und dann gehen wir also erst, so hat sich das jetzt so die letzten paar Male rauskristallisiert, gehen halt zuerst in einen Separé, machen die Tür auch wirklich zu, dann wird immer an der Tür gerüttelt und geguckt und das ist so eine Milchglastür und dann kleben sie immer davor, wie so, das ist also ziemlich witzig. Ja, und dann wir beide halt erstmal alleine und wenn wir dann fertig sind, dann gehen wir quasi raus an die Bar, trinken was. Wie er vorhin sagte, da wird dann Alkohol getrunken, machen wir zum Beispiel nicht. Mhm. Und wenn man sich dann so ein bisschen vielleicht eine Zigarette geraucht hat und was getrunken hat, kann auch Kaffee sein oder dann gehen wir halt auf diese Spielwiese, wie das halt. Ne? Die ist dann für alle offen? Die ist dann für alle offen, da geht man dann quasi hin, also legt sich da hin und dann
kommen da halt dann noch mehr dazu. Ja. Dann läuft quasi diese Gruppensache ab. Dir gefällt das alles? Ja. Ja. Mhm. Also es ist aber leider natürlich so in diesen Clubs, dass da immer viel zu viele Männer sind. Mhm. Ne? Also wir waren irgendwie mal da, da war ich mit noch 5 Frauen und ich weiß nicht, unzählige Männer, die dann wirklich da hintereinander in Reihen gestanden haben. Und das deshalb echt mal so ein Appell an euch Frauen. Das ist eine ganz schicke Sache. Also wenn du als Frau alleine dahin gehst, musst du eigentlich auch nichts bezahlen. Ne? Ja. Also gehst du als Mann alleine hin, musst du 80 bis 100 Euro zahlen. Ach, wie ungerecht. Gehst du als Paar dahin, zahlst du in der Happy Hour 15 Euro. Das ist ja ein Hammer. Ihr Mädchen kommt da umsonst rein. Und als Mädel kommst du da umsonst rein. Weil du natürlich da den... Das ist nur Gleichberechtigung. Absolut. Nee, und ist also eine ganz saubere, feine Sache im Prinzip, wenn da wirklich jetzt einer kommt, den du nicht magst, und dann tust du wirklich aber die Hand weg. Aber es würde euch alle ein bisschen entspannen, wenn da mehr Frauen wären, ne? Absolut, ja. Wenn ihr da zu 5 seid und dann noch 30 Männer, dann fühlt man sich als Frau vielleicht doch ein bisschen angeguckt, zumindest. Ne? Ja, also es ist nicht so eine Fleischbeschau. Also man läuft da natürlich als Mädel im Dessous rum. Also ich trage zum Beispiel immer mein Bikini. Ist total Latte, ne? Das ist echt egal, was du anziehst, ne? Ja. Du könntest ein T-Shirt anziehen, weil in dem Moment, wo du runtergehst, ziehst du sowieso die Plünnen auf. Ich habe mir aber gedacht, die sitzen alle nackt an der Bar. Nein. Nee, also, das nicht. Nee, also die Männer, die haben T-Shirt, Muscle-Shirts, so ein Kram halt an. Ja. Und die Mädels, die haben schon dann die Suits an. Aber ich glaube, ich muss auch mal in so einen Laden gehen, mir das mal angucken. Ja, ich war noch nie im Swingerclub. Nee. Also es ist eine relativ saubere Sache. Ne? Ja. Also man wird nicht angetatscht, wenn man es nicht will. Corinna, ich muss Schnitt machen, die Sendung ist gleich vorbei. Danke, dass du angerufen hast. Viel Spaß noch. Danke. Tschüss. In der Technik, Malte E-Mails. Morgen 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Macht's gut, tschüss.